irre. Jackson hat sich wirklich darauf gefreut. Bitte beeil dich. Du fehlst uns. Ihr mir auch. Bin bald da. Sorry, Nick. Ich muss da ran. Ich sehe euch bald. Gut, du bist raus. Hey, wenn du mal eine Karre brauchst, ruf mich an. Ich erledige das für dich. Gebrauchte Autos? Willst du lieber zu einem richtigen Autohändler gehen? Ich stelle keine Fragen und der Typ besorgt mir jedes Auto. Und dir auch, wenn du willst. Na, vielleicht. Wie geht's Maurice denn so? Oh, dem geht es ganz wunderbar. Ich werde ihn an meinem Ablegeplatz ablegen. Ich brauche ihn lebend, Jordy. Ja, lebend. Na klar. Entspricht nicht deinem Naturell, hm? Ich würde ihn abknallen und gut, aber hey, du bezahlst, ich halte ihn am Leben, solange du willst. Ich will schließlich meinen Check. Ja, und damit hallo und willkommen zurück hier bei Outside Gaming mit Watch Dogs. Auf YouTube. Hallo, wir sind wieder da. Hugh Spencer, Terence Fail und Devil Inside. AK, Alex, Martin, Gary. Genau in dieser Reihenfolge. Wir begrüßen euch herzlich und freuen uns, euch begrüßen zu dürfen. Ja, hallo. Mit einem herzlichen Hallo. 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 Hi. Jetzt haben wir alle Hallo gesagt und genau. Rechter Arm geht hoch. Nein. Und jetzt zum Winken. Ist da die Spiegelung? Geht da auch Straße hinterbei weiter? Nö. Oh, Rastafari, Biatch. Genau. Unser Ziel ist es, ein neues Ziel zu finden. Huch. In deinem Schrank! Und ich hab dir gesagt, du sollst sie loswerden. Fußfetisch ist. Ich hab gesagt, raus mit den Puppen. Gib sie einem Spielzeugladen oder deiner Nichte. Egal, was du damit machst, aber ich will nicht, dass der Mann... Ja, ja. Jetzt einmal ruhig, Braune. Schauen wir mal, ob da irgendwo ein Verbrechen... Oh. Fixer Auftrag? Nein, das brauchen wir nicht. Wir haben beschlossen, wir werden die fixen Aufträge so weit möglichst offscreen playen. Genau, offscreen playen. Und uns eher auf die Hauptstory konzentrieren. Genau. Das heißt, wir werden das ein bisschen offscreen, offplay screenen. Sofern es uns mit den Skillpunkten ausreicht in der Hauptstory. Genau. Vielleicht werden später dann verschiedene Skills brauchen, um weiterzukommen, aber das sehen wir dann alles. Das sehen wir dann alles, genau. Entschuldige, ich muss da kurz die Kopfhörer ein bisschen leiser machen. So. Und jetzt geht's weiter und zwar mit dem. Der Martin ist ja diesmal das erste Mal so richtig dabei beim Watch Dogs, weil er war letztes Mal Ufer Arbeit. Genau. Und neue Sehenswürdigkeit in der Nähe. Hohle Gegenstände. Old Motel. Newbie, Glückwunsch zu Ihrer ersten Anmeldung. Servus, hallo. Die Frage ist: Ist das die Hauptmission? Wahrscheinlich nicht, oder? Was? Olmotel. Das heißt, da müssen wir Gegenstände holen da drin oder wie? Das könnte uns vielleicht Geld bringen. Ja, also wir werden schauen, dass wir die Hauptmission schön quasi machen. Ne? Ja. Und dass wir die Nebenmissionen eher ein bisschen offscreen machen. Außer sie sind natürlich sehr interessant, dann nehmen wir die natürlich auch auf. Man spendet. Oh, Verzeihung. Spendet, sprengen, hat er gesagt. So, die Frage ist, halt, das lassen wir da durch. So. Wo befindet sich unsere Hauptmission? Gut, wir könnten aber so die Nebenverbrechen da vorne zum Beispiel jetzt auf der Map, wie man unten sieht, das Dreieck. Gut, das könnte so man schnell lösen, gell? Genau. Das geht so nebenbei mit. Okay. Das ist die Gegend. Da müssen wir nachher einen Geldautomaten jetzt finden. Jetzt muss ich nur noch diesen Kaffee. Nur wenn wir die ganzen Nebensachen mit Let's Playen würden, dann hätten wir hier Videos von, ja. Bis 2037? Genau. Minimum. Ja. War da nicht einer? Klettern. Achso, können wir da rein? Ja. Nö. Das dürfte in der Seitengasse sein, Alex. Ja? Mhm. Ach, da war irgendwas. Du hast ihn, glaube ich, verschreckt. Verschreckt? Nee. Na, warte mal, das muss in dem Gebiet irgendwo sein. Komm nicht zu nah. Hier, genau. Ach, komm ich nicht zu nah, alles klar. Ja. Verbrechen abgebrochen. Okay, alles klar, wir dürfen da bei Verbrechen nicht zu nahe sein. Nichtsdestotrotz werden wir uns jetzt zur Hauptmission begeben. Wie man schon beim ersten Let's Play gemerkt hat, Alex ist nicht so der Stealther. Stealther? Ich bin nicht so der Stealther. So, the Big Brother. Und wir haben irgendwo die Möglichkeit, wo war denn das? Oder? Hacken. Dicken. Die haut nur Schweißknochen an. Die werden wir einfach alle hacken. Vielleicht ist da Geld dabei, ne? Richtig. Geldautomaten finden wir jetzt auf die Schnelle keinen, macht aber nichts, weil eigentlich wollte ich mal Auto rufen. Wo geht das? Auf Handy aufrufen. Wo ist das Handy? Genau. Da.
Sumitsu. Dann nehmen wir uns wieder einen Skulptor 25R. Der ist super, den bestellen wir uns. Die Karre ist bereit und wartet schon auf dich. Alles klar. Die Frage ist nur wo? Das siehst du auf der Map dann. Richtig, so. Und da habe ich dich schon gekickt. Und da habe ich dich schon gekickt. So. So, dann laufen wir zum Auto und dann begeben wir uns zur Kampagne. Yes. So, eine Mucke im Hintergrund, wer hat die irgendwer im Auto? Na, die laufen. Nein, die kannst du einstellen. Achso, das ist, weil ich mir es runtergeladen habe, gell? Also gehackt habe. Ja. Würde ich aber eigentlich nicht brauchen, aber macht ja nichts. So, diesmal das richtige Auto, sehr schön, Alex. Ja, ja, nicht so wie das letztes Mal, gell? So, oh. ich finde die subtile Vibrationen vom Xbox One Controller ziemlich nice eigentlich. Mhm. Finde ich fast ein bisschen besser als die Standard. Vom Rumblepack von der 64. Good Vibrations. Der geht ja ab. Du kannst Slow-Mo, Alex, gell, auf dem guten Stick drauf. Ja. Ja. Andere. Super Slow-Mo, wat? Boah! Andere. Ja. Cooler Scheiß. Boah, sogar mit der Musik. Boah, das ist ja. Aber wir werden halt so fahren, dem Straßenverlauf folgen, sagt das Navigationssystem auch immer. In 500 Metern wenden. Genau. Michael Wendlern. Bitte tanken Sie bei dieser Tankstelle. Vielen Dank. So, in 110 Metern am Ziel. The Big Brosa. Ja. Rein, kostet nix. Kostet nix, ne? Ja, und jetzt? Alles klar. So starten wir schon mit der Mission. Und jetzt. Ich war seit der Beerdigung nicht mehr bei Niki. Bin ich soweit. Bei Jacks letzter Party sang Lina ein schiefes Happy Birthday. Laut und hemmungslos. Jetzt fürchte ich die Stille. An der Party teilnehmen. So, hallo, Holdemait. Du wirst gehackt, jetzt, ich hab dein Kleid. Aber eine sehr schöne Wohngegend hier eigentlich. Wer? Die Wohngegend. Mhm. Ja, eigentlich schon. Schaut, da ist die Party. Schaut, da steht der Auto, Gary. Geh nochmal zurück. Da hinten, schau, mit dem gelben Dach. Hihi. Stimmt. Ja. Kann man das hacken? Nein. Boah, da ist ja gleich wieder Odrat, wie man gesehen hat, dass man das nicht hacken kann. Kann man die hacken? Nein. Jetzt auf alles zum Hacken, Alex. Es, ja, tut mir leid, das ist, wie gesagt, ein Hack and Slay. Nur mit weniger Slay und mehr Hacken. Eine Hinterhofparty. Das heißt, wir müssen eh über das gelbe Auto rein, oder? Hinten im Garten. Hat er gesagt, unbemerkt? Nein. Ich glaube, ich auf der anderen Seite. Bin schon wieder umdraht. Mhm. Da brauchen wir nicht auf die Glotzen klatschen. Ein paar links. Ja, warte, wir joggen da gemütlich rein. Was? Da! Da schon her, schau. Ja. Zack, ist schon drüber gehuscht. Schau, sauger der Hund da. Okay. Dann los. Wie alt warst du heute? 10. Nein, du bist noch 9. Nein, 10. 9. 10. 9. 10. Gut. Wenn das so ist, gibt's 10-mal Geburtstagskitzeln. Was? 1, 2, 3, 4, 5, 6, Mom. 7, 8, 9. 10. 10. Warte mal bitte. Also, ein ganzes Jahr und... Zu spät. Ja, tut mir leid, Nick. Wirklich. Komm her. Lass dich mal ansehen. Du wirkst älter. Ah, nett. Vielen Dank auch. Ist sein erster Geburtstag ohne Lina. Wie geht es ihm? Redet immer noch mit keinem außer mir. Yolanda sagt, es sei seine Art, etwas Kontrolle zu behalten. Yolanda? Seine Therapeutin. Und sie hilft ihm. Es läuft gut. Nur halt langsam. Es ist schwer, aber wir schaffen das. Hm. Jax. Hey. Ich komme zu spät.
Krieg ich eine Umarmung? Wow. Bist du groß. Hey, was hast du denn da? Wow, der Heiler. Cool. Hast ihm was Echtes geschenkt, hm? Bring deine Spielsachen hoch, ich will mit deinem Onkel reden. Ja, ich komm sofort nach. Das ist wichtig, dass du hier bist. Aber ich muss sicher sein, dass sich was geändert hat. Ich versprech's. Du und Jax. Ihr seid die wichtigsten Menschen für mich. Ich werde nie aufhören, auf euch aufzupassen. Stets der große Bruder, hm? Luftballons. Gut, also an der Party im Hinterhof Simon, das war unser... Das letzte Mal, als ich hier war, war Linas Geburtstag. Jackson himmelte sie an. Okay, also der Jackson ist, diese, ist der Neffe von uns. Genau. Und jetzt sollte die Lina ist die Verstorbene, nicht getötete Mädel, was bei dem Unfall und dem Anschlag, den der Maurice da verübt hat. Du hast das Beste verpasst. Die Kinder haben Rächer gespielt. Diesen Typ imitiert, der ständig im Fernsehen ist. Lass mich raten. Jax war der Rächer. Nein, sie waren alle der Rächer und ich war der einzige Gangster, aber ich war echt böse und hab's ihnen gezeigt. Böses Mädchen. Ich hätte früher kommen sollen. Dann hätte ich sie gewarnt. Legt euch nicht mit Nicky an. Legt euch nicht mit Nicky an. Ich weiß noch, du und Mommy wart furchtbar krank, aber Dad bestand drauf, sein Sohn muss eine Geburtstagstorte bekommen. Das Ding war einfach abscheulich. Verbrannt und windschief. Genauso war Dad immer. Er hat nicht alles richtig gemacht, aber die Familie war ihm heilig. Oh, entschuldige, ich plappere. Du, kein Problem, du bist live im Let's Play, Missy, Elliot. Dann schauen wir uns mal in dem Haus um von unserer Sis, Ta. Ach, ehrlich? Hören Sie, die Polizei kann den Anruf verfolgen. So, Nickys Haus betreten, da können wir uns mal Medizin holen, die ist voll. Bei Nickys Telefonat zu hören, schon. Wo? Ja. Wir hacken unsere Schwester. Sind denn alle Schlösser in Ordnung? Wer sind Sie? Und was wollen Sie? Fühlst du dich sicher, Nicky? Ey, welcher Bastard war das? Wer war das? Völlig unwichtig. Nur ein dummer Streich. Sowas kommt vor. Meinst du, das ist stabil genug? Und, hast du die Stimme erkannt? Ach Gott, Aiden, lass es doch, es ist gut. Gut? Er glaubt, er kann hier einfach rein. Woher willst du wissen, was er glaubt? Du überprüfst die Schlösser. Hör mal, ich schaff das schon allein. Wir brauchen deine Hilfe nicht. Nicky, ich kann den Typ finden. Okay, pass auf, Aiden. Du hast dich nicht verändert. Wir brauchen deine Hilfe nicht. Hör bitte auf, unsere Probleme zu lösen. Denn wenn du es versuchst, machst du es nur schlimmer. Besser, ich gehe. Ja, das ist eine gute Idee. Verarscht, Leute, am Telefon. Mal sehen, wie gut du das findest, wenn ich dich aufspüre. Okay, sounds like a mission. Da bist du ja. Den Verdächtigen... Mist. Er will abhauen. Da kann noch das Auto. Jawohl. So, den werden wir uns jetzt schnappen. Boah. Don't fuck with Lil Nicky. Don't fuck with Onkel Dagobert. Ja. Dass meine Familie wieder bedroht wird. So. Da ziehen wir ein bisschen navigieren. Einfach auf den Straßenverlauf folgen, lieber Alexander. Da schaut auf den Lisa. In 60 Metern. Kann man den rammeln ein bisschen? Ja, du schon rein. Das Ding war Polder. Ja. Nicht verbunden, scheiße. Ja. Natürlich. Als Missionsziel, ja. Gell? Tut mir leid. Hab überreagiert. Du machst
mich manchmal echt wahnsinnig. Aha. Komm zurück, okay? Ich verspreche, ich flipp nicht wieder aus. Aiden? Du verfolgst diesen Spinner, oder? Du verfolgst ihn also gerade. Das glaube ich ja nicht. So ist das nicht. Hör auf, den Helden zu spielen, Aiden. Lass es einfach. Lass was? Alex. Ja, die Verbindung ist schlecht. Ich kann dich nicht hören. Du kannst mich genau hören. Du musst jetzt sofort aufhören. Ja, hallo? Bist du noch da? Ich höre nichts. Ich muss los. Oh. So, da haben wir den Kerl gekriegt. Verdächtig neutralisiert. Vertretbare Gewalt angewendet. Schön, Takedown. Das Telefon des Anrufers hacken, um Antwort zu halten. Alles klar. Dann haben wir einen Deal. Scheiße, ja. Kann ich ja kaum glauben, dass Sie mich für einen Telefonstreich bezahlen. Nicky Pierce, ja? Ich werde die Schlösser erwähnen. Und das Kind. Ja, aber es fühlt sich falsch an. Darum geht es ja. Wer war die andere Stimme? Jemand hat dieses Arschloch bezahlt, um Nicky zu belästigen. Okay. Wer würde für so etwas bezahlen? Na. Gut, also geht's eigentlich... Hey, weiter mit DedSec? Ich brauch die CTOS-Hacks. Ja, ich bin noch dran. Die überprüfen. Boy. Gib mir Zeit. Okay, dann brauche ich deine Hilfe. Kannst du einen Anruf tracen? Kann ich meinen ersten Kunden absagen? Moment. Worum geht es hier genau? Um einen Kerl, der meine Familie betrifft. Ich will wissen, wer ihn bezahlt. Also der Anruf kam irgendwo aus dem Bundestag. Mehr kann ich leider nicht sagen. Okay. Angenommen, ich hacke das CTOS im Loom. Dann sollte ich den Anrufer ausfindig machen können. Tun wir das. Loom baut gerade ein neues Kontrollzentrum im Loom. Das ist perfekt. DedSec hat schon versucht, das Zentrum anzugreifen. Ohne Erfolg. Und jetzt wird es noch stärker bewacht. Das wird also nicht einfach. Sei vorsichtig. Du klingst wie meine Schwester. Bleib cool. Ich bin bewaffnet und gefährlich. Oh ja, da sind wir. Gut. Akt 1, der große Bruder. Haben wir das jetzt finalisiert? Ja. Mission beendet, alles klar. Wir konnten da mal schnell von Kaffee gehen, Alex. Ja? Ja. Blum heuert private Unternehmen an, um die CTOS-Zentren zu bewachen. Die sind sicher gut ausgerüstet und haben Lust auf Action. Ich bin bereit. Na, noch weiter. Oh, ich wollte schon wieder zur Lottery. Da ist der Coffeeshop. Rufbeschützer, sehr gut. Wir wollen sie nicht den Ruf ruinieren mit etwaigen Hallo. Aktionen. So. Hey. Just give me a coffee and shut the fuck up, please. Schau, Schleichwerbung Diesel. Ja? Mhm. Super, vielen müssen wir das zensieren jetzt. Thank you for your trusting. Vielen Dank für Ihr Vertrauen. Gut, das heißt, wir müssen jetzt irgendwo eindringen, um... So nah stehen wir uns auch nicht. Genau. Wo dringen wir denn ein? Ja. Martin? Bist du halt wieder dran? Na, alles klar. Wir werden jetzt mal zu Kampagne weitergehen. Kampagne? Kampagne. Ja. Boah, da starten wir los, schau. Gut, also Resümee der Story jetzt. Mach mal. Nicht gewinnt Betrug. Genau, das ist unsere sogenannte Schwester. Niki, mach lauter. Er wollte auf Niki lauter raus, für die, die es nicht gecheckt haben. Da trat der Niki lauter. So ist es. Vertraut ihr eure Regierung? So. Eure Privatsphäre steht auf dem Spiel. Eure Sicherheit auch. Wir kontrollieren die Brücken und Ampeln. Jay Buck, muss ich sagen, also professionellst. Das ist ja nicht mein Auto, ne? Wenn CTOS macht das die Waffen verdoppelt, verdopple ich meine Waffen. Oh yeah. Oh, kaufen Sie das Sturmgewehr 416? Nö. Doch, kaufen wir uns. Nein. Schöner Tag, oder? Ja, ja, alles cool, alles cool. Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Du kannst rechts aus, wenn Alex und der... Sturmgewehr. LBRB. Genau, dann sorry. Genau. So. 416 ist zweite unten, perfekt. Richtig. Kaufbestätigung. Deutsche Sturmgewehr.